wäre da auch nicht mitgefahren, wenn das irgendeiner, wenn das mir einer gesagt hätte, irgendwie, du stellst dich jetzt dahin und bist der Monitormann, Monitoringenieur für Queen, da hätte ich gesagt, da fahre ich nicht mit. Das ist mir zu heftig, weil wenn du keine vernünftige Einarbeitungszeit hast, dann und auch Vorbereitungszeit hast, dann war das auch damals nicht notwendig gewesen, dass ich mich auf sowas eingelassen hätte. Ich hatte halt in Frankfurt sehr engen Kontakt mit dem damaligen Chef von CBS, war ein guter Freund von mir. Also die wussten halt mehr oder weniger schon, wie ich mische oder was ich mache und dementsprechend bin ich da immer empfohlen worden. Aber da war es im Prinzip so, da habe ich nur einen Anruf bekommen, hast du morgen Zeit? Und da sagte ich, ja, im Prinzip ja. Und da sagte ich, für wie lange denn? Eine Woche, einen Monat oder was? Naja, sagt er, packe mal ein paar Klamotten ein für so 3 Wochen. Naja, das war es. Und am nächsten Tag, morgens, hat er mich dann in Bad Homburg abgeholt. Und dann fragte ich noch, wo fahren wir denn hin? Und er sagte, ja, wir fahren nach Holland. Ja, und dann fragte ich, was machen wir denn da? Und er sagte, naja, das wirst du ja gleich sehen. So, das war's. Und dann sind wir irgendwann mal nach Rotterdam reingefahren. Und da standen schon überall im Prinzip die Hinweisschilder Queen Ahoy Arena. Naja, und dann habe ich gesagt, naja, klar, Vorband von Queen, ist ja nichts Neues, wird irgendwie so eine Nummer sein. Ja, dann bin ich in die Halle reingekommen und da stand das Setup von Queen schon auf der Bühne. Oh, sag ich, das ist doch nett. Dann schauen wir uns das mal an, vielleicht habe ich ja die Möglichkeit dazu. Und dann kam ich auf die Bühne. Ja, und dann war eigentlich Brian May schon da. Und er sagte, ach, hello, welcome. Naja, und da waren die Jungs von Clare Brothers. Das war halt zu der damaligen Zeit, das waren halt wirklich die Profis schlechthin. Die hatten halt auch einfach das Know-how. Ja, und die hatten halt einfach ihren Monitormann. Der hatte einen Unfall gehabt und der konnte nicht, der war verhindert gewesen. Ja, und bis mir das so bewusst wurde, dass eigentlich ich das mischen sollte, da war ich eigentlich fast so weit, dass ich eigentlich gucken wollte, dass ich da möglichst schnell wieder wegkomme. Aber das ging halt nicht. Das war halt überhaupt ganz dumm. Das ging dann halt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann probierst es. Und muss aber auch einfach dazu sagen, das war im Prinzip auch ganz einfach, weil die Jungs halt einfach professionell waren. Die haben das auch dermaßen cool vorbereitet, das Ganze, ob das vom Mischpult her war. Das war einfach geil. Das war halt einfach Profis, fertig. Und so haben die sich auch benommen und so ging das auch. Das war eigentlich ganz einfach. Meistens wird es schwierig, wenn jemand nicht kann, aber die können, da geht es eigentlich meistens ziemlich einfach. Also das ist einfach eine relativ einfache Geschichte. Damals noch bei den normalen Jobs hast du ausgeladen. Ich weiß ja noch, einen Bub-Job, da haben wir noch einen ganzen 40-Tonner nachts um 5 Uhr ausgeladen. Das war damals noch normal.